Michael, wie geht's dir? Ich habe was wirklich Interessantes entdeckt. Der gesamte Immobilienmarkt ist auf faulen Krediten aufgebaut. Der kracht zusammen. Der Immobilienmarkt ist grundsolide. Das ist eine Zeitbombe. Mike Burry, der sich die Haare bei Supercuts schneiden lässt und keine Schuhe trägt, weiß mehr als Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, und ja, tut er. Weißt du, ich bin stinksauer. Die Amerikaner werden von den Großbanken über den Tisch gezogen. Und ich werde wütender und wütender. Das ist unglaublich. Da kommt dieser Typ in mein Büro und sagt... Da laufen ein paar ganz schräge Dinge ab. Raining, während die Banken noch eine riesige Party feierten, sahen ein paar Außenseiter, was niemand sonst erkennen konnte. Die ganze Weltwirtschaft wird kollabieren. Ich bin sicher, die Banken der Welt werden nicht allein durch Gier angetrieben. Sie irren sich. Niemand achtet darauf. Die Banken sind gierig. Und wir können von ihrer Dummheit profitieren. Sie wollen gegen die Banken wetten? Die denken, wir sind high oder haben einen Schlaganfall. Irgendwie brillant. Betrug hat noch niemals funktioniert. Irgendwann läuft sowas immer aus dem Ruder. Wann haben wir das bloß vergessen? Wie konnten die Banken das zulassen? Angetrieben durch Dummheit. Aber das ist keine Dummheit, das ist Betrug. Sag mir den Unterschied zwischen dumm und illegal und ich lasse meinen Schwager verhaften. Habt ihr eine Vorstellung, was ihr gerade getan habt? Ihr habt gegen die amerikanische Wirtschaft gewettet. Wenn du dich irrst, verlierst du alles. Die Banken haben das amerikanische Volk hintergangen. Jetzt setzen wir zum K.O.-Schlag an. Okay, es geht los. Ihr dreht Stripperinnen faule Kredite an? Sie sind alle sehr liquide. Sie können das nicht refinanzieren. Und meine Hypotheken? Was meinen Sie mit und Ihre Hypotheken? Ich habe 5 Häuser. Und eine Eigentumswohnung.